Heute zu Gast bei From Dawn to Dare ist Professor Dr. Schomerus. Sie sind seit 2019 Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig. In Ihrer Klinik werden Patienten mit Demenz, Schizophrenie und Suchterkrankung unter anderem behandelt. Und eines Ihrer Fachgebiete ist die Stigmatisierung von Suchterkrankungen. Und jetzt frage ich mich, lieber Herr Dr. Schomerus, warum ausgerechnet das Feld Stigmatisierung? Naja, also wenn man eine psychische Erkrankung hat, dann hat man erstmal zwei Probleme. Man hat eine Erkrankung, die schwer ist, also die wirklich einen sehr belasten kann. Und dann hat man das Imageproblem. Also was erzähle ich den anderen? Und das ist oft genauso belastend oder noch eine ganz andere Belastung, die einfach noch zusätzlich obendrauf kommt. Und das, wenn man mit Menschen mit psychischen Krankheiten arbeitet, dann ist das einfach eine total naheliegende Frage. Also kommt jemand auf die Station zum ersten Mal und überlegt sich, gehöre ich hier überhaupt hin? Kann das sein, dass ich jetzt hier bin? Dann was erzähle ich wem? Was erzähle ich meinem Arbeitgeber? Was erzähle ich meinen Angehörigen? Was erzähle ich mir selber eigentlich? Was ist eigentlich meine Haltung dazu? Und das Problem ist bei Suchtkrankheiten einfach besonders krass. Weil Suchtkrankheiten zu den am meisten stigmatisierten Krankheiten gehören. Das ist am schwierigsten, darüber zu sprechen. Und die Auswirkungen der Stigmatisierung sind auch am krassesten. Also wir haben kein entspanntes Verhältnis zu Suchtkrankheiten. Das ist ein Riesentabu. Das ist einfach ein sehr schwieriges Feld. Glauben Sie, dass heutzutage einfach Suchterkrankungen noch als Schwäche angesehen werden und dass einfach viel zu wenig aus diesem Grund nicht drüber gesprochen wird? Ja, also Suchtkrankheit hat ganz viel mit, also in den Augen der Leute, mit Eigenverantwortung zu tun oder mit Schuld, dass man einfach eine Verantwortung nicht trägt. Man müsste eigentlich stark sein und das kontrollieren und man ist aber zu schwach, um das zu machen. Das ist so das zentrale Vorurteil über Suchtkrankheiten. Und deshalb gehört natürlich zu dem Umgang mit Suchtkrankheit auch ganz viel Scham. Und Scham ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und deshalb auch sehr viel Geheimhaltung und sehr viel Verborgenes und eine Riesenschwierigkeit dafür, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dabei bin ich mir sicher, dass wir diese Schuldzuweisung, die ist falsch. Wenn wir über Suchterkrankungen sprechen, welche kommen statistisch gesehen in Deutschland am häufigsten vor? Ja, also erstmal mit weitem Abstand legale Drogen, also Zigaretten zum Beispiel. Ja, 12 Millionen Menschen rauchen. Kann man sagen, gut, Rauchen tut keinem weh. Stimmt ja nicht so ganz. Also passiv rauchen, wissen wir, dass das ungut ist, auch für Leute, die sozusagen mitwohnen. Dann kommt an zweiter Stelle schon der Alkohol. Ich meine, Alkohol ist einfach Teil unserer Kultur. Das wird auch immer wieder betont. Wir haben Politiker, die im Bierzelt mit Weißbier anstoßen, um zu zeigen, dass sie ganz nah am Volk sind und klar machen, dass Alkohol ein Grundnahrungsmittel ist und keine Droge. Aber es gibt halt knapp 2 Millionen Menschen, die davon abhängig sind. Wo wir gerade über Suchterkrankungen sprechen, es wurde jetzt hier in Deutschland ein Gesetz verfasst, dass ab 2024 Marihuana legalisiert werden soll, zumindest in einer gewissen Menge. Was halten Sie davon? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Es kommt echt drauf an, was rauskommt. Das ist eine pragmatische Frage. Hilft es uns besser, mit Cannabiskonsum umzugehen oder nicht? Und ich glaube, es gibt viele Chancen, dass es uns hilft, besser damit umzugehen, weil man es besser kontrollieren kann. Man kann die Substanzen besser, also die werden ja dann kontrolliert verkauft. Das heißt, man weiß, was drin ist. Man kann besser aufklären. Man muss aber auch aufklären. Man darf die Risiken nicht kleinreden. Man darf nicht so tun, als ob das genauso harmlos ist wie, weiß ich was, Limonade oder so. Und deshalb kann es auch sein, dass es negative Folgen hat. Und das muss man halt untersuchen. Das ist echt eine Frage. Das geht um Public Health, um öffentliche Gesundheit. Und da geht es darum, wie viele Leute haben was für schwere Probleme und wie kann man die Probleme kleiner machen. Und was, glaube ich, deutlich ist, ist, dass man, indem man einfach alle Substanzen verbietet, macht man das Problem nicht kleiner. Und ich meine, man könnte ja mal versuchen, Alkohol zu verbieten. Das ist keine Chance. Also oder Kindern die Schokolade zu essen. Ja, genau. Ne? Man sagt ja immer, wenn man etwas verboten bekommt, dass man das dann umso lieber bekommen würde. Aber es ist schon ein schmaler Grat, würde ich zumindest sagen. Also auf der einen Seite kann man argumentieren, der Schwarzmarkt wird dadurch ein bisschen reduziert, weil es ja eben bis zu einer gewissen Menge legalisiert ist. Auf der anderen Seite gehört es ja schon auch irgendwie zu den Substanzen, die dann auch vielleicht in eine Sucht führen können. Ja, absolut. Also genauso wie Schlafmedikamente,
Es gibt unglaublich viele Menschen, die von Schlafmitteln abhängig sind. Ich meine, das ist jetzt eher die Schuld der Ärzte, die das unkritisch verordnen oder nicht so richtig nachgehen. Dann gibt es ja, ich meine, Alkohol sowieso ist ubiquitär, also ist überall da. Ich glaube, wir müssen halt als Gesellschaft irgendwie mit dem Bedürfnis nach Rausch umgehen. Also das sozusagen wegzudrängen und sagen, wir wollen nur noch Leute, die ganz nüchtern sind und keine Substanz nehmen. Also damit würde man, glaube ich, wirklich mehr Schaden anrichten, weil man es dann komplett in die Illegalität drängen würde. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass es tatsächlich Länder gibt, die zum Beispiel mit Alkohol viel besser umgehen können als wir. Ein Beispiel? Also Italien, Frankreich. Also die Franzosen trinken deutlich weniger als wir, obwohl sie das Land des Weines sind. Und die Italiener auch. Wirklich? Das ja. Hätte ich nicht gedacht. Also ich bin häufig in Frankreich gewesen und was mir aufgefallen ist, ganz, ganz viele Menschen trinken zum Mittag schon ein Gläschen Rosé und dann geht es irgendwie in den Nachmittag hinein. Deswegen kann ich eigentlich nicht glauben, dass die Franzosen weniger trinken. Aber das, da gibt es tatsächlich einfach Zahlen von der EU, die sagen, die zeigen, dass der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol in Frankreich fällt. Der fällt auch in Deutschland, aber in Frankreich fällt er stärker und ist niedriger. Und das liegt halt an der Trinkkultur. Also die mediterrane Trinkkultur zeichnet sich dadurch aus, dass man zum Essen und in Gesellschaft trinkt und nicht mit dem Ziel, betrunken zu werden. So ganz grob gesagt. Während in Deutschland und auch je weiter in den Norden geht, desto krasser wird das zum Teil. Da ist ja Teil der Trinkkultur, dass man unabhängig vom Essen trinkt, mit dem Ziel, betrunken zu werden. Also ich meine, das harter Alkohol, Schnaps, das ist ja, klar, man kann immer sagen, es ist ein Genussmittel, aber es hat schon irgendwie eine klare Funktion, sich in Rauschzustand zu versetzen. Und in Italien ist es verpönt, berauscht zu sein und trotzdem trinken die Italiener Wein. Also ich glaube schon, dass man unterschiedlich mit Alkohol umgehen kann und es da bessere und schlechtere Varianten gibt. Das ist interessant, das hätte ich nicht geglaubt, aber wie gesagt, Sie sind vom Fach, deswegen glaube ich es. Natürlich hat Alkohol oder auch andere Substanzen auch die Möglichkeit, gewisse emotionale Probleme, die man hat, zu unterdrücken. Aber darüber sprechen wir noch ein bisschen später. Ich möchte gerne noch bei den Statistiken bleiben. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, ob sich die Suchterkrankungen in Deutschland jetzt mal so generell in den letzten Jahren erhöht haben oder ob das eigentlich gleichbleibend ist und an den Statistiken hat sich weder nach unten oder nach oben etwas getan. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil also Suchtprobleme als ganz großer, als ganz großer Begriff, da fallen ja sehr viele Sachen drunter. Das geht eben von Zigaretten, Alkohol über illegale Drogen, dann bis hin zu Medikamenten, aber auch zu Verhaltenssüchten wie Spielen oder Internet. Und was wir beobachten, ist nicht, dass das Problem insgesamt kleiner wird, sondern dass es sich verlagert. Dass also tatsächlich Alkoholkonsum nimmt ab, dafür nimmt Cannabiskonsum zu, dann nehmen die Verhaltenssüchte, also Internet und das Spielen, das nimmt total zu. Also dann bei den Substanzen, früher war Heroin ein großes Problem, das ist es immer noch, aber da kommen ganz andere Drogen ins Spiel, die sogenannten Partydrogen, die unglaublich weit verbreitet sind, sodass man sagen kann, das Problem wird nicht kleiner, aber die Substanzen verändern sich. Und das zeigt halt auch, dass Substanzkonsum immer ein kulturelles Phänomen ist. Und jetzt komme ich nochmal ganz zum Anfang zurück auf diese Sache mit der Schuld. Das ist halt irgendwie so das Lustige, dass die Leute immer sagen, der Einzelne ist schuld und gleichzeitig gibt es eine ganz starke Kultur, was man nimmt, in welchem Kontext. Also beim Empfang nimmt man ein Glas Sekt. Und in einem anderen Kontext muss man was anderes nehmen. Und das ist voll klar, was dazugehört, wie man trinken sollte oder wie man nicht trinken sollte. Und das heißt, es ist absolut eine kulturelle Sache. Und insgesamt trinken wir in Deutschland, weiß ich, 10 Liter reinen Alkohol im Jahr pro erwachsener Kopf. Und ich meine, manche Leute trinken gar nichts. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und das machen wir alle. Und damit schaffen wir sozusagen eine Umgebung, in der erstmal viel getrunken wird. Und dann kommen verschiedene Faktoren dazu, die jemand anfälliger oder weniger anfällig machen, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Und sobald jemand aber abhängig geworden ist, dann zeigen alle mit dem Finger auf ihn und sagen, Moment, das ist aber jetzt ganz schlecht. Und dann hat man einen Imageverlust oder ein Stigma an sich dran kleben, was wirklich heftig ist. Also der Sprung vom solide, trinkenden, fröhlichen Menschen, mit dem man gerne ausgeht, der hat, glaube ich, die Kontrolle verloren, möglicherweise hat er ein Alkoholproblem. Das ist eigentlich ein ganz kleiner Schritt, das ist eigentlich ein fließender Übergang. Manchmal kann man das auch gar nicht so genau sagen. Aber in den Köpfen der Leute ist das eine Riesenklippe. Entweder man trinkt kontrolliert und ist stark und hat es im Griff
und kann gut feiern. Oder man stürzt ab und hat sozusagen komplett die Kontrolle verloren und ist richtig ganz, ganz unten sozial. Und das finde ich irgendwie krass. Ja, ich finde es auch sehr interessant. Ich hatte Eva Böhringer zu Gast, eine Buchautorin, die selber mal mit Alkohol auch zu kämpfen hatte, es besiegt hat. Und sie hat mir auch das Gleiche gesagt. Zum einen, statistisch gesehen, wird weniger getrunken, außer bei den Frauen über 30 war das, glaube ich. Und sie hat mir auch gesagt, dass eigentlich das Problem die Gesellschaft ist und dass Alkohol auch verharmlost wird, dass es auch eine Substanz ist, die einfach dazugehört. Und man muss sich eigentlich mehr rechtfertigen, nicht zu trinken. Das geht mir zum Beispiel so. Ich trinke sehr selten. Also ich würde sagen, vier Gläser Wein im Monat. Also ich habe das wirklich sehr reduziert. Ich war nie ein regelmäßiger Trinker, aber ich habe dann auch schon mal so 1, 2, 3 Gläser pro Woche getrunken und dann auch mal bewusst überlegt, wie häufig trinke ich eigentlich und wann trinke ich. Und deswegen dieses in der Gesellschaft sich vielleicht rechtfertigen zu müssen, dass ich jetzt mal Wasser nehme, dann klingt man erstmal so oder wird man als langweilig dargestellt. Und das ist ja schon mal das Grundproblem. Wenn wir jetzt über die unterschiedlichen Süchte sprechen. Sie haben gesagt, es ist schwer zu sagen, ob es weniger oder mehr wird, weil es dann auch unterschiedliche Suchtmittel gibt. Gibt es denn rein statistisch gesehen Unterschiede zwischen Mann und Frau? Ja, ganz deutlich. Also beim Alkohol ist das am besten belegt. Die Männer trinken mehr und haben häufiger eine Alkoholabhängigkeit als die Frauen. So, also ganz allgemein gesprochen. Aber diese Verallgemeinerung ist dann wiederum auch gar nicht so wichtig, weil es genug Frauen gibt, die auch Alkoholprobleme haben. Und das Verhältnis ist, sagt man immer so, 3:1 oder 2:1. Aber das heißt nicht, dass es da gar kein Problem bei Frauen gibt oder dass alle Männer ein Alkoholproblem haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass das ist auch eine kulturelle Frage, wie man mit Konflikten umgeht oder mit Problemen oder auch mit unangenehmen Gefühlen. Ich denke, also ganz, ganz stereotyp gesprochen, Frauen reden mehr, Männer machen das eher mit sich aus. Da ist dann halt Trinken eine Möglichkeit, um irgendwie Spannung abzubauen oder so. Also ja genau, den Unterschied gibt es. Und welche Substanzen, sage ich mal, bevorzugen die Frauen eher, wenn man das so sagen kann? Ah, das ist klar, da kommen wir jetzt in ganz fiese Stereotype, wenn ich jetzt hier anfange, vom Piccolo zu sprechen oder so. Ich glaube, das ist schon falsch, bevor ich es überhaupt ausspreche. Okay, dann gehen wir weiter. Wie alt sind denn die jüngsten Patienten und Patientinnen, die bei Ihnen in der Klinik behandelt werden? Naja, weil wir die Erwachsenenpsychiatrie sind, sind die ganz genau 18 Jahre alt. Davor ist es die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die natürlich, da gibt es auch Substanzprobleme. Das fängt ja früh an. Also es gibt 13-Jährige, die schon mit Substanzen experimentieren und da Probleme bekommen. Das ist aber jetzt nicht das Gebiet der Erwachsenenpsychiatrie. Wir bekommen sozusagen die Leute ab 18. Und dann ist es aber nicht auf irgendeine Altersgruppe beschränkt. Okay. Sie sagten, es kann unterschiedliche Ursachen haben. Es ist auch eine gesellschaftliche Problematik, auch von Land zu Land unterschiedlich. Was mich interessieren würde, ist, wo würden Sie heutzutage in der heutigen Generation die größten Gefahren sehen? Weil es können sich auch Dinge verändern. Kinder, Jugendliche, Erwachsene verbringen vielleicht auch mehr Zeit an irgendwelchen Computern, Laptops etc. Es wird viel gesessen, aus meiner Sicht zumindest subjektiv betrachtet, ein bisschen weniger Sport gemacht. Also wie hat sich das verändert? Ja, das sind alles Trends, die richtig sind, wo man denkt, da müsste man was dagegen tun. Ich würde halt sagen, also insgesamt müssen Menschen lernen, mit ihren eigenen Gefühlen, mit Situationen, mit Schwierigkeiten gut umzugehen. So, also sozusagen, das ist das die Aufgabe, wenn man erwachsen wird, muss man irgendwie lernen, auch Krisen durchzustehen. Und ich glaube, dass da immer das Ausprobieren von Substanzen oder der Konsum von Substanzen wird da immer dazugehören. Also das kann man nicht, also man es ist, glaube ich, unrealistisch, wenn man in eine Schule geht und versucht, den Schülern zu erklären, sie sollen bitte keine Drogen nehmen. Also klar, kann man machen. Wie war das bei Ihnen, als Sie jung waren? Ja, da kommt so ein Polizist und hat so einen großen Koffer dabei und zeigt einem die Substanzen und man findet das irgendwie faszinierend. Aber das würde ja jetzt nicht das eigene Verhalten verändern. Also das ist interessant und wenn er gut ist, ist er irgendwie lustig. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Also ich finde auch so Abschreckungsaufklärung bringt nichts. Weil ja die Leute kriegen ja mit, dass ihre Peers bestimmte Substanzen nehmen. Also man geht auf eine Party und da wird irgendwas genommen und die Leute können total gut feiern und dann trifft man die ein paar Tage später wieder und dann sind die ganz normal. Und das widerspricht ja diesem Bild von
diesem Schreckensbild von Faces of Addiction oder so, wo man also so diese Mugshots von irgendwelchen Leuten, die total zernarbte Gesichter haben und das war vor einem Jahr und das ist dann ein Jahr später und die sind völlig am Ende. Also und wenn man das zeigt, dann zeigt man nur, dass man offensichtlich keine Ahnung hat, was so abgeht im Alltag, weil ganz viele Leute Substanzen nehmen und damit gut klarkommen. Das muss man erstmal anerkennen. Und die meisten Leute entwickeln ja dann auch gar keine Suchtproblematik. Das heißt, man muss eher dafür sensibilisieren, dass es diese Gefahr gibt, was man dann macht, wenn man das Gefühl hat, es wird zu viel, wie man mit Peers, also Freunden, umgeht, von denen man denkt, dass es zu viel wird. Denn es gibt natürlich, in jeder Clique gibt es einen, um den die Leute sich Sorgen machen. Mhm. Und denken, Gott, also der ist schon wieder nicht in die Schule gekommen und der nimmt zu viel. Und dann überlegen sich die Schüler, was mache ich denn jetzt? Ich kann den ja nicht verpetzen. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Und da müsste man angehen, wie man also sozusagen Peer-Support, also oder wie, nein, das ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber also Unterstützung von Jugendlichen untereinander, aber auch später von Erwachsenen untereinander. Und wie man unbefangen über Sucht und Suchtprobleme spricht oder über Substanzen, ob Substanzprobleme. Mhm. Denn da muss ich noch mal kurz noch mal eine Schleife dranhängen. Wir reden immer über Sucht und sagen, sobald es Sucht ist, ist es schlimm. Und solange es noch keine Sucht ist, ist es irgendwie Lebensstil und ist es gut. Das stimmt aber gar nicht, denn Alkohol ist giftig. Also Alkohol ist krebserregend. Und zwar jeder Schluck. Und ob ich jetzt eine halbe Flasche Schnaps trinke und abhängig bin oder ich trinke die, weil es mir Spaß macht und ich habe keine Abhängigkeit, das ändert an den gesundheitlichen Konsequenzen dieser halben Flasche überhaupt gar nichts. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Trinken Sie Alkohol? Ja, aber tatsächlich, seitdem ich über dieses Krebsrisiko weiß, trinke ich viel weniger. Okay. Es war für mich wirklich eine Bremse. Ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, also die Leber, ja, die Leber kriegt ganz schön was ab, aber die kann sich auch wieder erholen und so. Und wenn man irgendwie trinkt und dann immer wieder Pausen macht und so, dann ist das ganz okay. Und ich komme aus einer Familie, wo es tatsächlich einige Krebsfälle gab. Und Alkohol ist für ganz viele Krebsfälle direkt verantwortlich. Also, das ist mir neu. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Genau. Ich weiß, dass es zellschädigend ist. Ja. Ich höre auch sehr viele Podcasts. Es gibt einen Dr. Andrew Huberman, ist ein Wissenschaftler an der Stanford University in Amerika, der hat auch oft über das Thema Alkohol gesprochen. Und es ist super schwer, Tipps zu geben, das sagt er auch. Wie viel kann man denn trinken? Es wird ja immer die Frage gestellt, wie viel kann man trinken? Und ich glaube, bei ihm war es so, er hat am Ende gesagt, 1 bis 2 Gläser Alkohol, jetzt nicht hochprozentig, wären tolerierbar, aber natürlich nicht gut. Würden Sie dem zustimmen oder ist das auch ein zu schmaler Grad, nee, zu dünnes Eis? Das ist tatsächlich eine Frage, was ist mir der Spaß wert sozusagen? Wie viel Risiko ist mir der Spaß wert? Und es gibt einen deutschstämmigen Alkoholepidemiologen, Jürgen Rehm, und den habe ich vor einigen Jahren bei einem Vortrag gehört, wo er über die Krankheitslast von Alkoholkonsum weltweit gesprochen hat. Riesig. Also es ist wirklich ein ganz heftiges Gift, was einfach sehr viele Leute krank macht. Und dann wurde genau diese Frage gestellt. Wie viel darf ich eigentlich trinken? Und dann hat er das sehr, also ich meine, mit der richtigen Kunstpause so gesagt, okay, also wenn man die gleichen Grenzwerte zugrunde legt wie bei anderen krebserregenden Substanzen, also in Chips hat man sich ja mal aufgeregt über irgendwelche komischen Fette oder so. Wenn man also da die gleiche strengen Maßstäbe ansetzt an Alkohol wie an andere Lebensmittel, dann könnte man 2 Bier trinken im Jahr. Im Jahr. Das ist natürlich krass, ja. Keiner macht das. Also das heißt, mit dem gewissen Risiko leben wir. Also ich trinke bestimmt mehr als 2 Bier im Jahr. Mhm. Aber immer in dem Bewusstsein, okay, das ist jetzt einfach, das muss es mir jetzt auch wert sein. Ja, und dann vor allem dann auch das Glas genießen, ne? Das gehört ja auch mit dazu und wir alle werden irgendwann mal sterben, das kommt auch noch mit dazu, aber wir möchten natürlich auch aufklären. Und was ich ganz interessant fand, was Sie eben gesagt haben, ist die Tatsache, es zu verbieten zum Beispiel ist schwierig, dann eher vielleicht sogar, oder ich habe es falsch verstanden, dann eher ausprobieren lassen und zu schauen, wie man dann damit umgeht. Aber das finde ich, wenn ich jetzt Vater wäre, ich bin noch kein Vater, hätte ich ganz große Bauchschmerzen damit, wenn ich wüsste, dass mein Kind irgendwelche Substanzen nimmt, ob es Alkohol ist, ob es Zigaretten sind, ist ein schmaler Grat. Ne? Na klar, deshalb kann man da jetzt auch keine allgemeinen Tipps geben. Und das Beste wäre es natürlich, wenn man mit seinem Kind so ein gutes Verhältnis hat, dass man mit ihm darüber sprechen kann und weiß, worum es geht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man aber so ein ganz großes moralisches Ding da aufbaut und sagt, das ist böse, das ist der sozusagen die der Eintritt in die Hölle oder was ganz Gefährliches, ganz Schlimmes, dann, klar, hat man das Statement gemacht, aber dann hört man auch nichts mehr darüber. Also, dann kommt man nicht ins Gespräch. Oder wahrscheinlich, dann besteht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann
seine Erfahrungen mit seinen Peers bespricht und alleine macht und sich denkt, ich kann das mit meinen Eltern nicht besprechen, weil das ist einfach zu krass. Genau. Wenn jetzt eine Person abhängig ist und Kinder bekommt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Suchterkrankungen, jetzt egal welche Erkrankungen es ist, vererbbar sind? Oder ist es in erster Linie, passieren solche Geschichten durch Dinge, die mir im Leben passieren, epigenetische Themen? Ja, also einmal muss man sagen, dass Alkohol in der Schwangerschaft super unterschätzt wird. Also dieses fetale Alkoholsyndrom von Kindern kann wirklich ganz, ganz schwere Formen annehmen und dann sind unschuldige Kinder wirklich für ihr Leben extrem belastet, also mit einer Lernbehinderung zum Beispiel. Und das ist auch viel zu wenig bekannt. Also auf den Bierflaschen oder auf den Alkoholflaschen ist jetzt so ein kleiner Icon drauf mit einer hochschwangeren Frau, die durchgestrichen ist, die gerade so ein Glas Sekt oder irgendwas nimmt. Und das ist irreführend. Es geht um die frühe Schwangerschaft. Es geht nicht um, ob ich in der Hochschwangerschaft jetzt ein Glas Wein trinke, sondern ganz am Anfang ist das Risiko da. Und das heißt, da gibt es tatsächlich eine ziemliche Gefahr. Und das ist, also die Risiken von Alkohol werden systematisch verharmlost. Und ich würde sagen, da gibt es gewisse kommerzielle Interessen, die da einfach auch dahinter stehen, die einfach verhindern, dass es da so Warnhinweise gibt. Dann, was die Vererbbarkeit von Alkoholabhängigkeit angeht. Ja, es gibt das. Also es gibt bestimmte, zum Beispiel, wenn man viel Alkohol verträgt, ohne betrunken zu werden, was eine erbliche Veranlagung ist, dann wird man leichter abhängig, weil man dann einfach immer mehr trinkt. Auf der anderen Seite ist das, was einem passiert oder wie man lernt, damit umzugehen oder was einem sonst das Leben noch so für Steine in den Weg legt oder für Brücken baut, sind mindestens genauso wichtig. Und deshalb ist das, ich meine, jeder hat irgendwie eine Erblast mit irgendwelchen Krankheiten, die vielleicht kommen oder nicht. Aber entscheidend ist ja dann eigentlich, wie man selber mit den Dingen umgeht. Das ist auf keinen Fall so eine Zwangsläufigkeit. Aber das ist ein interessanter Punkt, weil wie man mit Dingen umgeht, das hatten Sie vorhin schon mal angesprochen. Ja. Was mir immer wieder auffällt, ich kenne einige Leute, Geschwister, die sind gar nicht so viele Jahre auseinander, alterstechnisch. So, es passiert etwas in dem Leben dieser Familie. Es kann eine Scheidung sein, es kann irgendwas anderes sein, was in den Kindern ein Trauma hervorruft und jedes Kind reagiert anders. So, da gibt es Kind A, das hat kein Problem, geht weiter, und Kind B, älter oder jünger, reagiert komplett anders und verfällt zum Beispiel dem Alkohol oder irgendwelchen anderen Substanzen. Wie kann man das erklären? Also ich weiß, Sie haben jetzt wahrscheinlich auch nicht die allgemeine oder die Antwort darauf, aber gibt es da Vermutungen? Das ist nicht so mechanisch. Ich glaube einfach, also meine Überzeugung ist, die Menschen sind einfach sehr unterschiedlich von dem, was sie mitbringen an Persönlichkeit und an Prägung. Und da gehört natürlich auch das, was man sozusagen geerbt hat, mit dazu. Aber auch das, was man erlebt hat, die Erfahrungen, die man gemacht hat. Und das ist bei jedem anders. Jeder hat seine Freundschaften, seine Erfahrungen mit Freunden oder die Erfahrungen mit den Elternteilen jeweils. Ich meine, das ist einfach was sehr Individuelles. Und dann passieren Dinge und das Leben entwickelt sich unterschiedlich. Also da, ich würde da nicht so eine Gesetzmäßigkeit festmachen, sondern einfach sehr pauschal sagen, die Menschen sind unterschiedlich und erleben eben auch unterschiedliche Dinge. Und auch wenn das Gleiche passiert, wird es eben trotzdem unterschiedlich erlebt, weil es einen in einer anderen Phase trifft oder mit anderen Voraussetzungen. Aber dann ist ja, das ist ja sehr schwierig. Dann gibt es ja eigentlich nicht diesen einen Plan, wie man mit Dingen eben umzugehen hat, ne? Nee, das stimmt. Also genau. wie ich richtig lebe, das muss tatsächlich jeder selber rausfinden. Ja, für sich. Vielleicht sollten wir das Buch mal schreiben. Das, ja, genau. Hätte man bestimmt Erfolg. Es hätte viele leere Seiten, würde ich sagen. Das ist ein cooler Titel und da muss man es selber schreiben. Definitiv. Was mich interessieren würde, ab wann gilt man überhaupt als suchterkrankt? Nehmen wir mal den Fall Alkohol. Ja, genau. Da gibt es tatsächlich so Kriterien. Da gibt es so 6 Kriterien. Das sind zum Teil Sachen der körperlichen Abhängigkeit, also Toleranzentwicklung, also dass man immer mehr verträgt oder mehr braucht, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Oder dass man einen Entzug hat, wenn man nichts trinkt. Oder dass man das Craving hat, also ganz, ganz starken Drang zu trinken. Oder dass, wenn man anfängt zu trinken, das überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Und dann gibt es aber auch eher so psychische Folgen, dass man andere Dinge vernachlässigt, Interessen, dass man Dinge nicht mehr tut, die man früher gerne gemacht hat. Oder dass man weiter trinkt, obwohl man weiß, dass es einem schadet. So.
Und das sind 6 Kriterien. Und wenn man von denen innerhalb eines Jahres über einen Monat 3 gleichzeitig erfüllt, dann gilt man nach dem internationalen Klassifikationssystem als alkoholabhängig. Und wenn man ein Problem hat, es reicht auch, wenn man die 3 gleichzeitig mehrere Male über kürzere Zeit innerhalb eines Jahres erfüllt. Also das ist sozusagen die ganz strenge Definition. Wenn man weniger Kriterien erfüllt, dann kann es sein, dass man einen schädlichen Alkoholgebrauch hat. Also dann ist man nicht abhängig, aber trotzdem ist es schädlich. Aber was da drunter liegt, ist eigentlich ein Kontinuum. Es ist nicht so, dass ich sozusagen gesund trinke und zack, das Glas war zu viel, jetzt bin ich abhängig, sondern man rutscht da ja rein. Das Problem wird einfach immer größer, es wird immer schwieriger zu kontrollieren. Und je tiefer ich da reinrutsche, desto größer wird das Problem. Also je mehr, desto mehr. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder ich trinke und habe kein Problem oder ich habe ein riesiges Problem, das führt dazu, dass man so lange wie möglich sich selber versucht einzureden, mein Problem ist gar nicht so groß. Das ist ja der Punkt. Genau. Eigentlich, am Ende, die abhängigen Personen, die können es ja gar nicht einschätzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand sich hinsetzt, der oder die Alkohol trinkt und sagt, okay, das sind diese 6 Kriterien, von denen Sie gesprochen haben. Und okay, ich habe ein Problem, das werden die ja wahrscheinlich nicht anerkennen. Nee. Also deswegen sind die Angehörigen eigentlich umso wichtiger, das zu beobachten. Ist das korrekt? Ja, ich denke, das ist wichtig. Es ist voll wichtig, dass das Umfeld, ob das die Angehörigen sind oder die Freunde oder also Leute, die das mitkriegen, dass die sich Sorgen machen. Ich glaube, das muss man kommunizieren. Und zwar so, dass man nicht sagt, ich glaube, du hast ein Alkoholproblem, sondern ich mache mir Sorgen, dass du zu viel trinkst oder zu viel nimmst oder was weiß ich was. Also man muss immer von sich sprechen. Ich mache mir Sorgen. Denn Sorgen machen darf man sich immer. Man darf den anderen nicht diagnostizieren, also es steht einem nicht zu. Klar. Aber sagen, dass ich mache mir wirklich Sorgen. Ich finde, das ist ein bisschen viel. Das kann man sagen. Genau. Und was hätten Sie noch für Ratschläge? Weil das nehme ich jetzt ganz klar mit, dass man dann eben diese Person so adressiert und sagt, ich mache mir Sorgen. Und dann darüber spricht. Gibt es noch andere? Also ein wichtiges Ding ist, dass man erstmal von diesem Schwarz-Weiß-Ding wegkommt und einfach sagt, es geht um den Konsum. Die Frage, ob man abhängig ist oder nicht, die ist gar nicht so wichtig. Also die ist vielleicht am Ende wichtig. Wenn man in die Abhängigkeit gerutscht ist, dann wird es tatsächlich schwieriger, da wieder rauszukommen. Klar, das ist sozusagen eine zusätzliche Schwierigkeit. Aber erstmal ist entscheidend, wie viel trinke ich oder wie viel konsumiere ich und was hat das für Folgen? Werde ich deshalb bestimmten Aufgaben nicht mehr gerecht? Komme ich in der Schule nicht mehr mit? Fehle ich zu oft bei der Arbeit? Mache ich meine Arbeit nicht mehr gut? Bin ich zu Hause nicht mehr präsent? Werde ich ausfällig, gewalttätig? Bin ich unfreundlich? Zeige ich mich von meiner schlechtesten Seite oder zeige ich mich so, wie ich mich eigentlich nie hätte selber sehen wollen und so. Also das hat was mit der Substanz zu tun, die man nimmt. Das heißt, da muss man von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegkommen und einfach gucken, wie groß ist das Problem. Und je früher man darüber sprechen kann, desto leichter kommt man wieder raus. Also das, und da ist halt das Stigma von Suchtkrankheiten ist da wirklich der Elefant im Raum, der das so schwierig macht, darüber zu reden. Denn wenn ich versuche, jemanden anzusprechen, von dem ich denke, er trinkt zu viel, Gott, da schäme ich mich ja selber. Also das ist super schwer. Man hat eine Riesenhemmung, das anzusprechen und dann eiert man da rum und dann sagt man es doch nicht und denkt, das kann ich auch noch morgen sagen. Und wenn ich selber merke, ich trinke zu viel und möglicherweise habe ich ein Problem, oder dann ist das so unangenehm, diese Vorstellung, ich könnte zu dieser Gruppe der Menschen mit Alkoholproblemen gehören, dass man alles tut, um sich das selber schön zu reden. Dann sagt man, naja, Gott, es ist auch gerade alles schwierig und ich habe auch mal eine ganze Zeit lang gar nichts getrunken und ich könnte auch aufhören zu trinken, aber es schmeckt mir ja und ich trinke ja auch nur guten Wein und ich achte darauf, dass ich das schön gepflegt mache. Und also man hat 1000 Möglichkeiten, sich das schön zu reden, auch zu gucken, ja, da gibt es andere, die trinken noch viel mehr und so. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und warum macht man das? Also da belügt man sich ja sozusagen selber, weil es so stigmatisiert ist und man selber es so schmerzhaft findet, sich diesen Schuh anzuziehen, dass man das einfach vermeidet. Und das kann man auch niemandem übel nehmen. Weil das Stigma ja in unserer Gesellschaft ist. Das hat man sich ja nicht selber ausgedacht, sondern ich weiß ja ganz genau, wie die anderen reagieren würden, wenn die wüssten, dass ich zu viel trinke. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch den ganzen Umgang. Also Leute, die wirklich sehr moderat trinken und von ihrem Hausarzt gefragt werden, wie viel trinken sie denn, die ziehen einfach ein bisschen was ab von ihrem Konsum, damit man nicht so schlecht dasteht. Und es ist sehr schwierig, offen über Konsum zu sprechen. Über Stigma
sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Angenommen, eine Person oder die Angehörigen haben es versäumt, rechtzeitig auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Denn Sie haben ja gerade gesagt, je früher man es erkennt und einsieht, desto einfacher ist es auch wieder rauszukommen. Jetzt ist man an dem Punkt, dass man diesen verpasst hat. Ja. Was wäre dann der bestmögliche erste Schritt? An wen sollte man sich wenden? Weil ich habe auch in einem Podcast kürzlich gelernt, dass das Umfeld, die Menschen, die sich Sorgen machen, gemeinsam mit der betroffenen Person dann auch teilweise die falschen Schritte gehen. An wen sollte man sich wenden? Naja, es gibt in Deutschland ein total gutes Netz von Suchtberatungsstellen, wo man hin kann. Das ist sehr niederschwellig. Da kriegt man schnell einen Termin, da kann man mit einem Suchtberater sprechen und die wissen, wovon sie sprechen. Und das wäre sozusagen die erste Anlaufstelle. Ich finde, dass es wichtig ist, dass man der Person, um die es geht, klar macht, dass man sich Sorgen macht. Und oft, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Familie lebt oder sehr eng ist, dann leidet man ja auch drunter. Es kann ja sein, dass man wirklich was abkriegt. Also einmal an schlechter Laune oder auch an Aggressivität oder Gewalt oder auch einfach an Rückzug und an Pflichten, die nicht mehr erfüllt werden. Das kann man auch sagen. Man kann auch sagen, ich bin unzufrieden. Ich möchte das nicht. Ich finde das schlecht. Aber ich schätze dich. Ich will dich nicht verlieren. Also eine Sorge ist ja immer was eigentlich was sehr Liebevolles ist. Und das kann man auch, das muss man so kommunizieren, dass einem an der Person gelegen ist. Und dann kann man auch verlangen, dass jemand sagt, ich bitte komm da jetzt mit, tu das für mich. Das wäre zumindest ein Weg, den man probieren könnte. Was sind die größten Fehler aus Ihrer Sicht im Umgang mit betroffenen Menschen? Sie haben gerade sehr schön erklärt, was man machen sollte. Also, ich finde es total schwierig, Menschen, die so nah an der Suchtkrankheit dran sind, irgendwelche Fehler vorzuwerfen, weil es so unglaublich schwer ist. Also Alkoholprobleme sind so fies, das ist so eine üble Sache, wenn jemand da also sozusagen von dieser Substanz so beherrscht wird und die Angehörigen leiden da ja sehr viel mit und schämen sich ja auch dafür. Es ist ja sozusagen immer das Gefühl, auch die Familie hat irgendwie versagt oder das Umfeld hat versagt, wenn jemand dann so abstürzt oder so abgleitet. Das ist ja was sehr Schambesetztes. Und deshalb finde ich es ganz, ganz problematisch zu sagen, die haben irgendwas falsch gemacht. Die haben unglaublich viel versucht, richtig zu machen, haben unglaublich gelitten und eingesteckt und viel ausgehalten und sehr viel Liebe und Geduld und alles Mögliche investiert und echt viel geleistet und sind ja oft auch die wichtigste Stütze für denjenigen. Die unbedingt da sein muss. Und deshalb, und dann ist auch wieder jede Situation so anders und jeder Mensch ist so anders, dass es wirklich, das wäre ein bisschen überheblich, jetzt von außen zu sagen, also das ist jetzt falsch und das ist jetzt richtig. Ich würde grundsätzlich halt immer dafür plädieren, dass man versucht, das so wenig moralisch wie möglich zu machen. Also so wenig über Schuld und Versagen argumentiert, sondern eher über Sorge. Man kann das Problem auch, ich meine, das ist so häufig. Es ist echt überhaupt gar nicht. Also wenn knapp 2 Millionen der Menschen in Deutschland wirklich ein Alkoholproblem haben und fast nicht 8 Millionen trinken zu viel, also trinken eine ungesunde Menge Alkohol, da sind das wirklich viele. Und da kann man das auch sehr undramatisch sagen. Also es wäre, aber das ist vielleicht auch eher eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft, besser, wenn man da insgesamt entspannter damit umgehen würde und nicht so vermitteln würde, das ist so ein absolutes Riesending. Aber umso wichtiger ist es ja, dass man darüber spricht. Ne? Genau. Und dass auch diese Geschichte verharmlost. Also eigentlich, also nicht zum Beispiel den Alkoholkonsum verharmlost, sondern das Thema darüber zu sprechen, was Sie es gerade selber gesagt haben. 2 Millionen, 8 Millionen, das ist ja schon ein sehr großer Anteil in Deutschland. Aber was ist denn jetzt Gesetzesfalles? Eine Person ist suchterkrankt, die Angehörigen haben alles versucht und die Person, die jetzt zum Beispiel Alkohol trinkt, sieht es nicht ein und möchte sie nicht helfen lassen. Was kann man tun als Angehöriger? Das ist einfach eine super schwierige Situation. Das ist ja sozusagen ein bisschen der Klassiker. Also das, und jetzt gehe ich nochmal an die Ursachen. Dass es so schwer ist, das einzusehen, liegt natürlich an der Stigmatisierung von Suchtkrankheiten, weil keiner möchte zu dieser Gruppe gehören. Und man hat so das Gefühl, es ist der absolute Sprung in den Abgrund, wenn ich mir das selber eingestehe und sage, okay, ich habe ein Alkoholproblem. Und es wäre schön, wenn das leichter wäre, ist es aber nicht. Und dann hat man das Problem, genau, und dann ist es wirklich schwierig, eine gute Lösung zu finden. Also Leute gegen ihren Willen zu behandeln, ist irgendwie auch also schwierig. Also
Ich hole jetzt mal noch ein bisschen weiter aus. Es geht ja viel darum, wer übernimmt wie viel Verantwortung, an welcher Stelle. Und wir haben bei Suchtkrankheiten so ganz stark das Gefühl, die Verantwortung liegt eigentlich bei demjenigen, der konsumiert. Aber tatsächlich ist es so, dass es nicht nur so eine individuelle Verantwortung gibt, sondern immer auch ein Umfeld. Also wie viel wird überhaupt getrunken, wie verfügbar sind die Substanzen, wie billig ist der Alkohol, wie nah an der Kasse sind die Flachmänner positioniert. Also es gibt so viele Sachen vom Umfeld, die sozusagen es entweder schwerer oder leichter machen, wegzubleiben vom Alkohol oder eine Abstinenzphase zu verlängern oder zu verkürzen. Und überhaupt, wie wir trinken und was wir trinken, das ist immer ein kultureller Aspekt. Das heißt, es ist immer eingebunden in einen kulturellen Kontext. Das heißt, es gibt auch eine soziale oder eine Umfeldverantwortung. Und je stärker das Suchtproblem wird, desto weniger ist jemand in der Lage, seine eigene Verantwortung wahrzunehmen. Also wenn Sie und ich jetzt irgendwie hier mit dem Glas Wein sitzen, dann können wir beide sagen, danke, das reicht und stellen das weg und das ist okay. Wenn jetzt irgendjemand Nettes reinkommt und sagt, hier, wollt ihr noch einen Schluck? Dann würden wir vielleicht sagen, na gut, einen noch. Und da zeigt sich schon, dass wir auch nicht so ganz unempfänglich sind für das Umfeld. Aber trotzdem kann man sagen, wenn man kein Substanzproblem hat, dann kann man diese eigene Verantwortung wirklich selber tragen. Aber wenn man da reinrutscht, dann wird diese Fähigkeit, selber die Verantwortung zu übernehmen, die wird immer kleiner, weil einfach die Substanz hier abhängig macht. Aber umso mehr Druck verfällt dann ja eigentlich aufs Umfeld, aufs direkte Umfeld. Genau. Und deshalb muss das Umfeld, und das ist aber nicht nur die Familie, das ist auch das übrige Hilfesystem. Also das sind die Kliniken, wo man entgiften kann. Also die niederschwelligen Hilfen, also und so weiter. Und aber auch die Policies, also die Gesetzgebung, die Verfügbarkeit von Alkohol regelt und so weiter. Es gibt viele Ebenen dieser Umfeldverantwortung. Und die wird dann immer größer. Aber bis ganz zum Schluss bleibt ein ganz kleiner Rest an Eigenverantwortung. Wenn mich meine Familie auf die Entzugsstation bringt und sagt, bitte bleib da, wir können das nicht mehr mit ansehen, bleib hier und entgifte und dann holen wir dich wieder ab. Oder wir besuchen dich jeden Tag, aber bitte mach das. Dann muss die Person sagen, okay, ich mach das und muss da bleiben. Also das ist die einzige Verantwortung, die in dem Fall diese Suchterkrankte dann hat oder die Erkrankte. Genau, und selbst das kann man aber auch entwickeln. Da gibt es dann therapeutische Techniken, wo man versucht, diese Motivation, diese Veränderungsmotivation bei jemand überhaupt erstmal so rauszukitzeln. Indem man zum Beispiel erstmal fragt, warum wollen Sie eigentlich überhaupt aufhören zu trinken? Indem man nicht sagt, Sie müssen aufhören zu trinken, sondern umgekehrt sagt, warum eigentlich? Ist doch eigentlich gut. Ist es nicht verboten? Es macht Spaß. Wenn Sie es sich leisten können, was ist eigentlich der Haken? Und dann muss derjenige selber überlegen und sagen, naja, es geht mir eigentlich nicht gut. Also ich hasse das eigentlich. Es ist super eklig. Und wenn man an der Stelle ist, dann kann man so langsam diese Motivation aufbauen. Aber das ist was, das nennt sich Motivational Interviewing. Das ist eine ganz etablierte und sehr wirkungsvolle Technik der Psychotherapie bei Menschen mit Suchtkrankheiten. Das kann man jetzt nicht den Angehörigen aufdrücken. Das muss dann ein Profi machen. Ja. Klar. Es gibt ja diesen Begriff Codependency. Ja. Diese Co-Abhängigkeit, die im Umfeld dann auch sehr, sehr häufig auch eingenommen wird, weil man eben dieser Person helfen möchte und vielleicht auch nicht hart genug ist an der einen oder anderen Stelle. Es ist ein unfassbar schmaler Grat, helfen zu wollen, aber dann vielleicht auch zu viel zu helfen und dieser Person dann diese toxischen Verhalten, die er oder sie an den Tag legt, eben auch noch mit zu unterstützen. Ab wann würden Sie sagen, sollte das Umfeld, und ich komme immer wieder das Umfeld zurück, ab wann macht es vielleicht sogar Sinn, sich zurückzuziehen, gerade wenn jetzt zum Beispiel eine Person sich nicht helfen lassen möchte oder es nicht einsieht? Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wann man nicht mehr kann. Also, weil man es nicht mehr aushält. Man ist ja, ich meine, das Umfeld ist ja, das sind auch Menschen, die mitleiden und die irgendwie auch eine Schmerzgrenze haben oder was. Und die kann ganz unterschiedlich sein. Wenn ich eine junge Familie bin, also sozusagen, ich bin jetzt die Partnerin in einer jungen Familie und habe ein kleines Kind, dann ist meine Schmerzgrenze extrem niedrig. Wenn mein Partner trinkt, dann gehe ich weg, weil ich mein Kind schützen will. Das ist auch klug. Und wenn da kein Kind ist oder wenn ich, dann kann ich das vielleicht länger aushalten. Oder wenn es mein eigenes Kind ist, was abhängig ist und wir sind die Eltern. Also Eltern sind unglaublich leidensfähig und haben natürlich eine extrem schwere Rolle. Und das hängt wirklich davon ab, was man aushält. Und man muss natürlich irgendwie gucken, dass man nicht selber dabei vor die Hunde geht. Aber das ist was, wo die Angehörigen in einer extrem schwierigen Position sind, mit wahnsinnig vielen. Ja, das ist ein ethisches Dilemma. Was mache ich mit demjenigen, den ich so liebe, dem ich gerne helfen möchte, aber ich kann es nicht?
Und ich finde, dass man da auf keinen Fall die Angehörigen damit alleine lassen darf. Also ja, aber auf der anderen Seite, irgendwann kommt man in diese Co-Abhängigkeit. Und irgendwann ja, unterstützt man ja dieses Verhalten. Ja, so stelle ich mir das vor. Ich finde, dieser Begriff Co-Abhängigkeit, ich würde den nicht nehmen. Denn okay. Ich habe ihn gelesen. Klar, der hat sich eingebürgert. Aber ich finde, damit schiebt man einfach den Angehörigen auch wieder ein Stück der Schuld zu. Die sind dann eben auch, gehören auch, also damit erweitert man das Stigma desjenigen, der die Abhängigkeit hat auf die ganze Familie und sagt, die sind ja co-abhängig. Und dabei sind die nur einfach in einem unlösbaren Dilemma. Was macht man? Lässt man den jetzt entziehen und weiß, wie schrecklich das ist? Ein Entzug von Alkohol ist tatsächlich gefährlich. Oder besorge ich dem den Alkohol und unterstütze damit das Suchtgeschehen sozusagen? Das sind zwei schlechte Optionen. Und da von außen zu sagen, welches jetzt die richtige schlechte Option ist, das finde ich anmaßend. Ja, dann gibt es ja eigentlich keine Lösung. Naja, es gibt immer die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen und es gibt Hilfsstrukturen. Es gibt Leute, die dann einen beraten können. Also auch fürs Umfeld auch. Man kann auch als Angehöriger in die Suchtberatung gehen und sich da beraten lassen. Und das würde ich auch tun. Okay, das ist eine klare Empfehlung, die Sie dann aussprechen würden. Ja, weil ich stelle mir das schon auch dann sehr schwer vor. Sie hatten es eben auch schon mal kurz gesagt, aber an einem gewissen Punkt muss halt ein Profi übernehmen, weil die Angehörigen, die können immer nur aus Liebe handeln und vielleicht sind sie dann auch ein bisschen emotional an der einen oder anderen Stelle und machen dann aber dadurch auch Fehler. Ja, aber, ich finde, Schuld ist da einfach die falsche Kategorie. Jeder tut es so gut er kann, mit so viel Liebe, wie er hat und so viel Engagement und so viel Leidensfähigkeit. Und das ist einfach wahnsinnig viel, was da passiert und was die Leute aushalten. Und da jetzt von falsch oder richtig zu sprechen, das ist irgendwie, das finde ich irgendwie unangemessen. Da steht man sozusagen an der Seitenlinie und sagt, ah, das war kein guter Zug. Aber das ist, so ist es ja nicht. Aber was würden Sie jetzt Angehörigen zum Beispiel mitgeben wollen, die sich selber große Vorwürfe machen, dass diese Person erkrankt ist? Es geht nicht um Schuld. Suchterkrankungen sind so häufig und es gibt so viele Faktoren, die einen da reinbringen. Und wenn man da anfängt zu gucken, wer ist eigentlich wie stark, woran schuld, das hilft überhaupt gar nicht weiter. Es ist ein Problem, das eine Lösung braucht. Und um eine Lösung zu finden, muss ich mir Hilfe holen. Und da muss ich irgendwo hingehen und darüber reden. Und dann gucken, was sind die Möglichkeiten. Und dann gibt es Möglichkeiten. Und manchmal kann die Möglichkeit sein, dass man seinem Kind sagt, du musst jetzt ausziehen, ich halte das nicht mehr aus. Das kann sein, weil man sonst selber kaputt geht. Und dann muss man dem Kind sagen, hier, du kannst da und da hingehen und so weiter. Aber was ist dann, wenn das Kind in dem Fall, okay, es muss ausziehen, dann ist es natürlich auf sich alleine gestellt. Wahrscheinlich. Ist es noch einfacher zu trinken? Absolut. Es gibt manchmal keine guten Lösungen. Da muss man die am wenigsten schlechte finden. Okay. Und das ist aber total wichtig, wenn man jemanden von außen hat, der einen da berät, dass man das mit jemandem besprechen kann. Weil wie will man das selber entscheiden? Man ist ja hin und her gerissen. Also ich glaube, man darf diese emotionale, diese Dilemmasituation von Angehörigen kann man gar nicht überschätzen. Und gleichzeitig sind, das gilt für alle psychische Krankheiten, die Angehörigen die wichtigste Ressource für denjenigen, der die Krankheit hat. Schwierig wird es nur dann, wenn Sie, so wie Sie es eben auch schon mal gesagt haben, die Angehörigen sich auch irgendwann mal selber schützen und auch nicht mehr können, sich dann zurückziehen oder vielleicht diese Person sogar ein Stück weit isolieren. Dann fällt diese Stütze ja auch noch weg. Das wäre dann ja der absolute Worst Case. Total, total. Und es gibt so solche Situationen. Deshalb ist es gibt furchtbare Verläufe oder furchtbare Situationen, weil es so schwere Krankheiten sind und weil einfach die Substanzen so toxisch sind, also so fies. Also deshalb ist es, ich finde es geradezu absurd, wie sehr Alkohol sozusagen gefeiert wird, wenn man sich anguckt, was das für Konsequenzen hat. Und es gibt ja noch andere Substanzen, es ist ja nicht nur der Alkohol. Genau. Wie ernst sollte man Suizidandrohungen nehmen? Weil auch da hat man ja schon in ein oder anderen Fällen gehört, okay, der will nur oder die will nur die Aufmerksamkeit und macht eh nichts. Wäre jede Suizidandrohung aus Ihrer Sicht zu hören und ernst zu nehmen? Absolut. Absolut. Überhaupt gar keine Frage. Denn wenn jemand Aufmerksamkeit will, dann soll er die Aufmerksamkeit bekommen. Also was ist der Fehler, jemand, der sozusagen so um Hilfe ruft, dem die Aufmerksamkeit zu geben? Das ist kein Fehler. Das andere ist, wer ist man, um zu entscheiden, das ist jetzt irgendwie nur gespielt oder das ist jetzt echt? Das ist viel zu riskant, das weiß man einfach nicht. Und es gibt auch so eine Mischung. Und dann kann es sein, dass jemand das noch so unterstreicht, indem er tatsächlich einen Suizidversuch macht und dann geht das schief und derjenige stirbt. Also Suizidankündigung würde ich immer ernst nehmen.
Kommen wir nochmal zurück zur Stigmatisierung, zu Ihrem Fachgebiet. Sie vertreten die These, dass wir als Gesellschaft es auch in der Hand haben, ob Menschen stigmatisiert werden, beziehungsweise wie schwer Stigmatisierungen wiegen, weil das ist grundsätzlich ein großes Problem bei uns in der Gesellschaft. Was glauben Sie, warum kommt es überhaupt zur Stigmatisierung? Weil es gibt so viele Krankheiten, warum wird über Suchterkrankungen nicht einfach genauso gesprochen oder über emotionale Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel, es hat jemand Fieber, der kriegt jetzt ein Fieberthermometer und dann eventuell irgendeine Pille. Warum kommt es zur Stigmatisierung? Das ist eine total gute Frage. Also Stigmatisierung hat eine Funktion, die befriedigt sozusagen einen Bedarf, als eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Substanzprobleme oder Sucht ist etwas, was stört. Also das ist was man eigentlich nicht haben möchte. Und man kann sagen, dass die Stigmatisierung von Menschen mit Suchtkrankheiten im Grunde so ein Signal ist, das Verhalten ist nicht okay, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir grenzen die Leute aus, wir wollen die nicht bei uns haben, das sind sozusagen die anderen, die man sozusagen eine ganz andere Schublade tut. Und damit schützt man sozusagen seinen eigenen Bereich. Und also nicht ganz ohne Doppelmoral, weil in diesem Bereich wird ja nicht etwa nichts konsumiert, sondern da wird dann fröhlich weitergetrunken, aber ohne die Abhängigen. Also man grenzt sozusagen die Abhängigen aus, um auch so ein bisschen um den eigenen Konsum zu schützen und um sozusagen irgendwie so eine Art kontrolliertes Umfeld zu stabilisieren. Der Kern des Suchtstigmas ist dieser Vorwurf, du machst was falsch und wenn du es wieder richtig machst, also wenn du aufhörst zu konsumieren, dann sind wir vielleicht wieder nett zu dir. So. Mhm. Und also diese Missbilligung von dem Verhalten, die zieht sich sozusagen durch den ganzen Umgang mit Menschen mit Suchtkrankheiten. Wenn ich betrunken bin und ein Alkoholproblem habe und ich gehe in eine Notaufnahme und sage, hallo, ich möchte gerne entgiften, dann ist es ja nicht so, dass die Leute sagen, ja cool, kommen Sie rein, gut, dass Sie da sind, ist genau richtig, nehmen Sie Platz, ich bin gleich für Sie da. Sondern da wird man erstmal hingesetzt und wird warten gelassen, also oft. Also wenn ich aber jetzt sage, hier, mein linker Arm tut weh, ich habe Herzschmerzen, vielleicht habe ich einen Herzinfarkt, da wird man anders behandelt. Also das, weil man das Gefühl hat, wenn ich denjenigen mit dem Suchtproblem nett behandle, möglicherweise denkt er, ich finde das gut, was er macht. Nee, der soll schon merken, dass ich das nicht gut finde. Und vielleicht liegt es ja auch sogar, deswegen, ich denke da gerade drüber nach, was Sie sagen, ich finde den Ansatz sehr spannend. Wenn ich jetzt ein körperliches, ein physisches Problem habe, ich breche meinen Arm, so, dann kann ich selber das eigentlich nicht reparieren. Mhm. Dann gehe ich zum Arzt und dann wird man behandelt. Bei psychologischen Krankheiten, was Sie auch gerade gesagt haben, okay, wenn du jetzt weniger trinkst, so als könnte man sich das aussuchen, dann gehörst du wieder zu uns. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen diese Schuldzuweisung an die erkrankte Person. Und ja, jetzt ist es dein Problem, kläre es. Genau. Und das ist, bei anderen psychischen Krankheiten ist das viel weniger so. Also eine Schizophrenie, also wenn jemand psychotisch ist, Stimmen hört, sich komisch verhält, da sagt niemand, reiß dich mal zusammen. Ist allen klar, dass es sich nicht kontrollieren lässt. Das ist ja das, was es dann gerade so unheimlich macht. Aber bei Suchtkrankheiten gehen die Leute schon davon aus, derjenige sollte sich wirklich mal zusammenreißen und sollte das sein Verhalten ändern. Aber klar, es sind Substanzen, die abhängig machen. Das ist gar nicht so einfach mit dem. Also da haben wir ja schon drüber gesprochen mit der Verantwortung. Das andere ist, dass dieses Moralisieren, Abwerten, Ausgrenzen auch erwiesenermaßen gar nicht funktioniert, weil einem das ja die Anspruchnahme von Hilfe viel schwerer macht. Bevor ich mich dieser Missbilligung, diesem Urteil aussetze, versuche ich doch ganz lange, damit selber klarzukommen, das Problem kleinzureden. Und dann bleibt man einfach sehr lange zu Hause und trinkt und hofft, dass es keiner mitkriegt. Und wir haben auch eine Studie gemacht und haben untersucht, wie hoch der Stigma-Level in verschiedenen europäischen Ländern ist und wie viel da getrunken wird. Und tatsächlich ist es so, je mehr getrunken wird, desto höher ist das Stigma. Und wenn das Stigma jetzt irgendwie gegen Sucht helfen würde, dann müsste es eigentlich umgekehrt sein. Dann müsste in Ländern, wo stark stigmatisiert werden, müssten die Leute sagen, oh Gott, das will ich nicht, dann trinke ich lieber gar nichts. Aber es ist gar nicht so. Je mehr harter Alkohol getrunken wird, desto stärker ist das Stigma, weil das einfach eine Reaktion auf was ist, was man irgendwie nicht gut findet. Aber diese Reaktion macht das Problem nicht kleiner, sondern eher größer. Was können wir als Gesellschaft tun? Ja, also einmal, wir müssen von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegkommen. Es geht nicht um abhängig und nicht abhängig, sondern es geht um, wie viel konsumiere ich. Dann müssen wir offener über Substanzkonsum reden. Und natürlich eben nicht so moralisch, dass das schlecht ist. Sondern
wenn es so schlecht wäre, würde es keiner nehmen. Es hat ja offensichtlich auch was Gutes. Es gibt ja was Lustvolles daran. Rausch ist ja was Leute suchen. Also wir müssen auch da irgendwie einen guten Umgang damit finden, damit das auch seinen Platz haben kann, ohne dass man das so tabuisiert, dass es dann also außerhalb von unserer Konversation sozusagen nur stattfinden kann. Also ich finde, man muss einfach über Suchtprobleme oder über Substanzen sprechen können. Und dann müssen wir als Gesellschaft gucken, was wir dazu beitragen können, dass es Menschen leichter fällt, ihren Substanzgebrauch zu kontrollieren. Und dazu gehört beim Alkohol zum Beispiel bestimmte Regeln, die es in manchen Ländern gibt und bei uns nicht. Zum Beispiel hat Schottland vor 3 Jahren den sogenannten Minimum Unit Price, also einen Mindestpreis für eine Einheit Alkohol, eingeführt. Das heißt, eine Dose Bier darf nicht weniger als 50 Pence kosten. Und das gilt für jeden Alkohol. Der darf, also eine Einheit Alkohol muss mindestens 50 Pence kosten. Und jetzt hat man das 3 Jahre lang gemacht und hat die Entwicklung in Schottland verglichen mit der Entwicklung in England, wo das nicht passiert ist. Und konnte zeigen, dass die auf Alkohol zurückzuführenden Todesfälle in Schottland um 13% gesunken sind im Vergleich zu England. Und auch die Krankenhauseinweisungen aufgrund von chronischen Alkoholproblemen sind zurückgegangen. Das heißt, man hat mit so einer Maßnahme wirklich Leben gerettet und Leute gesünder gemacht. Das kann man echt machen. Und jetzt fragt man sich, warum macht man das nicht eigentlich einfach? Und da gibt es einen ganz klaren Grund. Da gibt es eine Industrie dahinter, die das nicht will. Lobby, klar. Genau. Und wenn man sich jetzt, das habe ich neulich mal gemacht, ich habe mal in diese Lobbybroschüren reingeguckt, was der Bundesverband der deutschen Spirituosenindustrie zum Beispiel, der hat so einen Code of Conduct, also einen Verhaltenscode, Alkohol und Verantwortung heißt der. Und da steht halt immer drin, wir wollen die eigene Verantwortung der Leute stärken, die Leute sollen informiert entscheiden können, wir brauchen eine Risikokompetenz, man darf die Mehrheit nicht gängeln, die verantwortlich konsumiert und so weiter. Also da wird immer von Verantwortung gesprochen und von der Mehrheit. Und was man damit eigentlich sagt, ist, dass die Minderheit, die nicht klarkommt, selber schuld ist. Also die Kehrseite von Verantwortung ist selber schuld. Und die Kehrseite von Mehrheit ist, es gibt eine Minderheit und um die kümmern wir uns nicht. Wir wollen gerne, dass die Mehrheit auch nachts um 3 Uhr ihren Schnaps an der Tankstelle kaufen kann, was echt absurd ist. Aber was man, da kommt man nicht rein. Das könnte man einfach, man könnte wenigstens eine Zeit begrenzen und könnte sagen, nach 24 Uhr kein Alkohol mehr. Aber es gab sehr, sehr viele Versuche, gerade beim Alkohol zu versuchen, da Regulierung einzuführen. Und die sind alle von der Industrie unterlaufen worden mit dem Argument Eigenverantwortung. Ja, Wahnsinn. Am Ende geht es ja nur um Geld. Absolut. Und es gab neulich in einem sehr renommierten medizinischen Fachzeitschrift, der Lancet, eine Artikelserie über die kommerziellen Determinanten von Gesundheit. Und die sagen, dass es gibt 4 Industriezweige, die global für 30% aller Todesfälle verantwortlich sind. 30% aller Todesfälle. Und das ist einmal die fossilen Energien, Klimawandel. Dann ist es die Nahrungsmittelindustrie, hochprozessierte Lebensmittel, viel Zucker, viel Salz und so weiter. Dann ist es die Tabakindustrie, ja, Zigaretten. Und dann ist die Alkoholindustrie. Und das sind Industrien, die wissen, dass das, was sie verkaufen, die Leute krank macht. Und die tun alles, um so viel wie möglich davon zu verkaufen. Und natürlich verkaufen die am meisten denjenigen, die zu viel trinken oder die zu viel konsumieren. Und indem sie sagen, ich darf doch, weiß nicht, das gepflegte Glas Wein, das darf doch nicht eingeschränkt werden. Ja, kann man sagen. Wollen sie aber eigentlich, dass man vor allem die Unmengen an billigem Alkohol nicht beschränkt, die eben auch konsumiert werden. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und jetzt, ich komme so ein bisschen ins Reden, ja, weil mich das wirklich aufregt. Man fragt sich, warum ist das kein Skandal? Warum kräht da kein Hahn danach? Und das hat wieder mit der Stigmatisierung zu tun. Stigmatisierung bedeutet ja, dass eine Gruppe aufgrund einer Eigenschaft erstmal gelabelt, abgestempelt, mit negativen Stereotypen verbunden wird, ausgegrenzt wird und am Ende abgewertet wird. Das sind die anderen und die stehen unter uns. Die halten wir klein. Die sind weniger wert. Und eine Gruppe, die weniger wert ist, um die muss man sich auch politisch nicht kümmern. Es geht hier nicht um Kinder, die Krebs haben oder um irgendeine Gruppe, die sozusagen den Leuten ganz nah am Herzen ist, sondern es geht um Menschen mit Abhängigkeit und die schiebt man weit weg und sagt, das ist mir egal. Und dieses Egal, das finde ich einfach grausam, weil Abhängigkeit so ein Elend nach sich zieht. Das sind Millionen von Leuten, das sind noch mehr Leute im Umfeld, das sind Familien. Wir wissen das im Straßenverkehr, es geht um Gewalt, es geht um so viele Dinge, die durch Substanzen schlimmer werden.
Und wir tun so, wir schieben die Verantwortung auf diese Leute und sagen, es ist uns egal. Und das ist alles eine Folge der Stigmatisierung. Und es ist eben nicht egal. Und genau. Aber die Lobby können wir, oder die Unternehmen werden wir nicht beeinflussen können. Das sind einfach nicht die Hebel, an denen wir rumstellen können. Meine Frage ist immer, was können wir als Gesellschaft tun? Was können wir als Umfeld tun? Ein Thema ist, auch darüber zu reden, diese Themen anzusprechen. Aber auf der anderen Seite auch ein ganz, ganz schwerer Punkt. Denn nehmen wir mal an, ein Mensch hat in seinem Umfeld eine suchterkrankte Person. So, in einem gesicherten Umfeld darüber zu sprechen, in einer Selbsthilfegruppe, das ist eins und das ist gut, weil man lernt. Aber auf der anderen Seite, um dieses Stigma zu beenden, müsste man das ja eigentlich in der Öffentlichkeit tun. Ja. Aber dann wiederum, stelle ich mir das schwer vor, müsste man sich ja erst auch die Erlaubnis der betroffenen Person einholen. Nee, die betroffene Person müsste selber darüber sprechen. Und das ist natürlich... Ja, das passiert ja nicht. Das passiert hier bei uns nicht, weil wir so verkrampft sind. Schottland ist wirklich ein gutes Vorbild, weil die hatten ja sozusagen ein sprichwörtliches Alkoholproblem schon seit vielen Jahren. Und da gab es eine Regierungsinitiative, um das zu ändern. Und ein Effekt davon sind die sogenannten Recovery Walks, also Demonstrationen oder Walks, wo die Genesung von Suchtkrankheiten gefeiert wird. Und das sind also Menschen, die selber eine Suchtkrankheit hinter sich haben, die sich einmal im Jahr an verschiedenen Städten treffen und einen großen Umzug machen. Und das hat Volksfestcharakter. Die gehen da durch die Stadt und sagen, hier, Recovery, wir haben es geschafft. Können wir das nicht auch machen? Absolut. Und warum macht das keiner? Weil man denkt, es ist so schambesetzt, eine Suchtkrankheit überwunden zu haben. Und dabei, die Leute, die das hinter sich haben, das sind ja die tollsten Menschen. Die haben wirklich was geschafft. Die haben unglaublich tolle Erfahrungen gemacht. Also nicht tolle, die haben schreckliche Erfahrungen gemacht, aber die haben das überwunden und sind deshalb unglaublich gute Ratgeber und sind einfach sehr weise, sehr beeindruckende Personen. Das sind richtige Helden. Und wir haben so viele Heldengeschichten, die keiner hören will oder die nicht erzählt werden, weil es so stigmatisiert ist. Und diese Recovery Walks sind einfach genau das Gegenteil. Ich war auf einer Konferenz in Schottland, wo einer erzählt hat, dass er einmal am Rand stand von diesem Recovery Walk und dachte, krass, da möchte ich auch mitlaufen. Das ist meine Motivation. Und dann sind da Familienväter mit ihren Kindern. Also das ist wirklich eine sehr fröhliche Sache, die einfach stolz sind, dass sie das geschafft haben. Und dieser Stolz, das ist was man wirklich, das muss man feiern. Das kann ich natürlich als Psychiater, ist es leicht gesagt, das gehört schon Mut dazu, wenn ich selber eine Suchtkrankheit hinter mir habe, da rauszukommen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass wir da in nächster Zeit ganz viel sehen werden, weil das Thema echt dran ist. Aber Herr Schumerus, dann lassen Sie uns das organisieren. Ich bin dabei, ernsthaft. Also ich finde, das ist so ein, Sie sind eben auch einmal ein bisschen, Sie haben gesagt, das ärgert Sie und Sie möchten gerne Dinge anpacken. Mir geht es ähnlich. Also Stigmas allgemein sind schrecklich. Das muss jetzt nicht nur für Suchterkranke gelten. Das kann jetzt auch zum Beispiel mit meiner Stiftung, wir unterstützen ein ambulantes Kinderhospiz. Ja. Also über terminale Krankheiten wird ja auch sehr selten gesprochen, weil es ja auch etwas ist, womit viele vielleicht nicht so klarkommen, was auch auf der einen Seite sehr verständlich ist. Es geht um Tod, auf der anderen Seite gehört der Tod mit zum Leben. So, und da geht es ja auch darum, darüber zu sprechen und auch diesen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, zur Gesellschaft wieder dazu zu gehören, weil die werden auch isoliert. Und deswegen fände ich so einen Marsch, das ist doch sehr cool, ne? Überragend. Total. Ich meine, aber woran scheitert das? Ich glaube, da müssen einfach ein paar Sachen zusammenkommen und vielleicht kriegen wir die ja zusammen. Also es muss schon, ich meine, zunächst mal braucht man ja die Betroffenen, die da richtig Lust drauf haben. Die sagen, ey, ich habe genug davon, mich immer nur anonym im Verborgenen zu treffen. Es ist wirklich, eigentlich bin ich stolz drauf, was ich geschafft habe und das kann man auch zeigen. Und wenn das genug sind, ist es... Ja, dann fängt man mit 5 Leuten an. Wo ist das Problem? Naja, aber für so einen Walk, man möchte schon gerne, dass die Straße voll ist, damit es nicht so verschämt wirkt, sondern damit es wirklich... machtvoll wirkt. Aber gut, das kann man, also ich glaube, es gibt genug Betroffene, die in Selbsthilfegruppen, also die man da mobilisieren könnte oder die sich selber mobilisieren kann. Es ist halt wichtig, dass man das sozusagen die Initiative auch immer von den Betroffenen ausgeht, weil diejenigen sind die das Stigma abschütteln wollen. Und wenn es die gibt, dann kann man die natürlich von allen Seiten voll unterstützen. Aber wenn die wüssten, es gibt Pläne, sowas aufzuziehen, klar, dann kann ich mir vorstellen, dass da einige vielleicht sogar offen ja, wären. Aber da können wir mal hinter den Kulissen mal Pläne machen. Ja, voll. Was mich noch interessieren würde, wäre die Relation von Suchterkrankung und Depression. Wie eng liegt das beieinander? Das ist ein total gutes Thema. Also weil Suchterkrankungen ganz oft gar nicht isoliert sind, sondern einhergehen mit anderen psychischen Krankheiten, mit Depressionen zum Beispiel, weil dann oft
die Substanz einfach ein Mittel ist, um sehr, sehr unangenehme, kaum auszuhaltende Zustände ein bisschen zu erleichtern. Aber auch Angststörungen. Also jeder weiß, Alkohol macht locker. Und wenn man eine Angststörung hat, dann ist es sehr naheliegend, vor bestimmten Situationen was zu trinken, um sich dann besser zu fühlen. Und auch darüber kann man in so eine Abhängigkeit rutschen. Und dann gibt es auch, also man kann eigentlich sagen, dass jede psychische Krankheit irgendwie auch mit Suchtkrankheiten vergesellschaftet ist. Und in der Behandlung wäre dann wichtig, dass man auch beides gleichzeitig behandelt. Das, und da muss ich sozusagen, ist die Psychiatrie oft gar nicht so gut, wie sie sein könnte, weil traditionell man doch versucht, die Krankheiten zu trennen. Dann sagt man, die Suchtkranken kommen auf die Suchtstation und da wird erstmal die Sucht behandelt. Und wenn sie dann mit der Sucht stabil sind, dann kommen sie vielleicht auf die Warteliste von der Psychotherapiestation. Dann können sie irgendwann da die Psychotherapie für die Angststörung oder für die posttraumatische Belastungsstörung oder was auch immer machen. Und das funktioniert oft nicht, denn wenn dann die Substanz fehlt, dann sind auf einmal diese ganzen schrecklichen Gefühle wieder da. Und man müsste das eigentlich nahtlos machen. Und das zu organisieren ist oft schwierig, aber möglich. Und deshalb muss man immer gucken, dass, ich meine, eine Suchtkrankheit ist sowieso, hat immer einen Kontext, auch einen biografischen, persönlichen und so weiter, aber kann eben auch einen psychiatrischen Kontext haben, dass da noch ganz andere psychiatrische Diagnosen dahinter stecken, die man dann erstmal sehen muss und die dann vielleicht erstmal schlimmer werden, wenn die Substanz fehlt und wo man dann einfach auch eine Behandlung anschließen muss. Depressionen, kann man die eigentlich nur mit Medikamenten lindern bzw. besiegen? Oder ginge das auch ohne Medikation? Also sowohl als auch. Also das, okay. Und je schwerer die Depression ist, desto besser helfen die Medikamente. Psychotherapie hilft immer. Und wenn man schwer betroffen ist, ist das Beste, Psychotherapie zu machen und Medikamente zu nehmen. Und wenn man dann aus der Depression raus ist, ist die nächste Frage, wie lange nehme ich die Medikamente und wie setze ich die wieder ab? Und da hat sich gezeigt, dass es tatsächlich oft gut ist, sie eine Weile zu nehmen und sie dann sehr, sehr langsam wieder abzusetzen. Begleitet vom Arzt wahrscheinlich. Ja, schon. Jetzt stelle ich wieder eine Frage, bei der ich mir vorstellen kann, dass Sie die nicht beantworten können. Ich möchte trotzdem fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei Suchterkrankungen, oder ich möchte jetzt so im Zentrum des Spektrums bleiben, also jetzt nicht die ganz leichten Fälle, aber auch nicht die ganz schweren, so irgendwo in der Mitte. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Suchterkrankte erschaffen? Gibt es da prozentual eine Angabe? Ja, da gibt es total überraschende Zahlen aus so epidemiologischen Studien. Die haben einmal im Querschnitt Leute untersucht, also alle, nicht die, die jetzt beim Arzt sind, sondern alle, nach allen möglichen Krankheiten, unter anderem, ob die eine Suchtkrankheit haben. Und dann hat man die 10 Jahre später wieder untersucht und hat gemerkt, 70% der Leute, die hier eine Suchtkrankheit hatten, waren dann 10 Jahre später hatten die nicht mehr und waren überhaupt nicht in Behandlung. Das hat sich einfach. Das hat, also, 70%? Ja, krass, ne? Das denkt man gar nicht. Oder es gibt Zahlen, die sagen, wer zwischen 18 und 25 die Kriterien für eine Alkoholabhängigkeit erfüllt, mit 30 Jahren ist das bei 85% der Leute nicht mehr der Fall. Also Suchtkrankheiten sind gar nicht so, man ist da einmal drin und dann kommt man da nie wieder raus. Oft ändern sich einfach Lebensumstände, eine Partnerschaft, ein neuer Job oder man hat einfach eine schwere Zeit und kommt da wieder raus. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, bei denen das wirklich gut verläuft. Und natürlich gibt es aber auch die schweren Verläufe und die sind schrecklich. Also die kann man das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und ich will, also die schweren Verläufe, über die haben wir schon gesprochen, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Aber man muss davor keine Angst haben, weil man eine sehr große Chance hat. Und je früher man sich darum kümmert, desto größer ist die Chance, desto leichter ist es auch, sich darum dann einen Weg zu finden, um da halt dann wieder rauszukommen. Was einem da oft im Weg steht, ist, glaube ich, auch so ein Schwarz-Weiß-Denken, was die Therapie angeht. Nämlich, dass das bedeutet, wenn ich einmal zugebe, ich habe ein Alkoholproblem, dann darf ich nie wieder einen Tropfen Alkohol trinken. Und das will ich nicht. Also sage ich lieber, ich habe kein Alkoholproblem. Wirklich? Also so wäre sozusagen die Logik, dass man denkt, also diese Aussicht, ich darf da nie wieder was trinken, ist schon was abschreckt. Und gerade wenn das Problem noch nicht so stark ist, dann kann man durchaus versuchen, einfach weniger zu trinken. Muss man sich Regeln geben. Muss man sagen, ich mache trinkfreie Tage oder Wochen. Oder ich trinke maximal so viel. Und wenn das funktioniert, ist gut. Aber da haben Sie einen guten Punkt angesprochen. Aber jetzt in einem schweren Fall zum Beispiel. Die Person schafft es nach einer bestimmten Zeit komplett vom Alkohol wegzukommen. Wir haben heute uns sehr auf den Alkohol beschränkt. Ja. Es gibt ja noch andere
Suchterkrankung, wie wir gesagt haben. Aber bleiben wir dabei. Jetzt hat eine Person mit schweren Alkoholproblemen es geschafft, endlich sich davon zu lösen. Ist es richtig, dass diese Person nie wieder ein Glas Alkohol trinken darf? Weil das ist das, was ich immer wieder höre. Also ich glaube, das kann jeder dann am besten selber für sich, also man weiß das. Also ich wäre am klügsten. Ja, ich halte nichts davon, dass dann sozusagen die Schnapspraline einen sofort in so einen Rückfall bringt. Es gibt Leute, die haben so ein starkes Suchtgedächtnis, dass der Geruch von Alkohol oder irgendwas dann irgendwas triggert und man dann ein ganz starkes Craving entwickelt, wenn man da irgendwie wieder damit in Berührung kommt. Aber es gibt auch andere Leute, die das ausprobieren und die da mit heiler Haut wieder davonkommen. Es ist natürlich riskant. Und die meisten Leute merken dann, dass es am sichersten ist, gar nichts mehr zu trinken. Es ist am einfachsten, am sichersten und natürlich auch am gesündesten. Es gibt aber auch Menschen, die ganz schwer abhängig sind, die schaffen es nicht, abstinent zu bleiben. Und dann ist es wichtig zu wissen, je weniger ich trinke, desto besser. Wenn ich eine halbe Flasche Schnaps am Tag getrunken habe und ich reduziere das auf 3 Bier, dann habe ich meine Lebenserwartung schon um 10 Jahre verlängert. Und das würden Sie als Erfolg sehen? Ja, absolut. Also Erfolg ist auch nicht schwarz-weiß. Je besser, desto besser. Und das heißt, je weniger ich trinke, desto besser. Und wenn ich das schaffe, von keinen Schnaps mehr zu trinken, sondern nur noch Bier, dann ist das ein Erfolg. Und es ist totaler Quatsch, das klein zu reden, weil man sagt, das ist doch ein Versagen, du darfst gar nichts mehr trinken. Dann macht man sich den Erfolg kaputt und dann trinkt derjenige, dann sagt, das schaffe ich nicht und trinkt weiter Schnaps. Also, und es ist sogar so, dass der Gewinn an Lebenserwartung, also ich meine, Schnaps ist unglaublich schädlich. Und es gibt Leute, die wirklich jeden Tag eine Flasche Schnaps trinken. Und das ist unglaublich ungesund. Die haben eine sehr kurze Lebenserwartung. Und wenn die das schaffen, statt einer Flasche Schnaps so eine halbe Flasche Schnaps zu trinken, dann ist es immer noch nicht gesund. Aber es ist viel gesünder als eine ganze Flasche Schnaps. Und so muss man jeden Erfolg auch anerkennen. Und wir machen uns die Erfolge kaputt, wenn wir immer einen super hohen Maßstab anlegen. Geheilt ist man nur, wenn man gar nichts mehr trinkt. Das würde man bei anderen Krankheiten auch nicht machen. Also mit einer Niereninsuffizienz ist man nur geheilt, wenn man nicht mehr zur Dialyse muss. Das ist ja Quatsch. Also da muss man immer wieder hin. Oder mit einer Zuckerkrankheit ist man nur geheilt, wenn man absolut immer den richtigen Blutzuckerwert hat. Nee, der ist manchmal zu hoch und so weiter. Man versucht halt das Beste draus zu machen. Und das kann man bei Suchtkrankheiten auch. Professor Dr. Schirmerus, deswegen, ich mache so gerne Podcasts, weil ich so unfassbar viel lerne. Und ich finde, das ist so für mich persönlich ist das größte Learning, nicht immer in Schwarz-Weiß zu denken. Weil Sie haben jetzt komplett den Wind aus meinen Segeln genommen. Weil ich würde dann zum Beispiel sagen, okay, wenn der jetzt statt einer Flasche Schnaps eine halbe Flasche trinkt, dann würde ich wahrscheinlich auch immer noch, so ehrlich muss ich sein, da würde ich wahrscheinlich immer noch mit dem Finger auf diese Person zeigen und sagen, du hast es nicht geschafft. Aber ich finde es super schön, dass Sie das gesagt haben. Und damit möchte ich diesen Podcast auch beenden. Es war ein unfassbar interessanter Podcast. Und ich hoffe, dass es viele Menschen hören werden, denn wir haben ganz viel gelernt oder ich habe ganz viel gelernt. Und wie gesagt, über diesen Walk of Heroes werden wir noch mal sprechen. Herr Professor Dr. Schirmerus, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, ja, gerne. Für danke. Ihre Insights und danke, dass ich die Zeit genommen habe. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke.